So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 15, nachdem wir im letzten Part ja quasi die Story beendet haben, wird es Zeit für ein paar Bonussachen, die wir hier noch uns ansehen können. Unter anderem haben wir hier 10 Frösche in der 10 Glücksfrösche heißen die, glaube ich, in der Region Duskai zu finden. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir davon haben, wenn wir alle 10 gefunden haben. Aber auf jeden Fall gibt's 10 und ich werde die jetzt auch alle 10 finden. Von daher fangen wir erstmal hier oben bei der Tankstelle an. Einfach in Richtung Westen der Straße entlang gehen. Dann solltet ihr irgendwann auf der Straße, auf der linken Seite der Straße, einen Frosch finden. Von daher gucken wir mal. Das hier sieht aus wie der Punkt, an dem der Frosch sein sollte. Hier irgendwo. Ist nur die Frage, wo. Naja, da unten ist er schon. Sehr schön. So, das heißt, wie gesagt, ich habe eine Karte eingeblendet, von daher werde ich euch schon irgendwie anzeigen, wo wir gerade sind. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten von unseren 10 Glücksfröschen. Hier geht auch ein ganz schöner Wind gerade. Krasser Scheiß. Ah, deshalb geht hier so ein Wind. Okay, das heißt für uns, wir machen mal einen Abflug. Der nächste Frosch ist nämlich gar nicht so weit eigentlich. Der ist nämlich hier direkt nördlich an einem dieser schwarzen Punkte, aber wie gesagt, ihr habt die Karte ja eingeblendet. Von daher, wir gehen jetzt einfach von Nordwesten nach Süden im Uhrzeigersinn. So ungefähr. Hier oben sollte auf jeden Fall hier an dem Felsen hier müsste irgendwo ein Frosch sein. Ne, an dem Felsen hier nicht. Okay. Entschuldigung. Falscher Felsen. Richtiger Felsen. Hier ist der Frosch auch nicht wirklich gut versteckt. Von daher, ich zeige euch mal kurz, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Ja, also wirklich von dem seltsamen Ding da einfach nur noch etwas nach oben, beziehungsweise von dem Wasserturm etwas nordwestlich, dürftet ihr eigentlich den Frosch ohne Probleme finden. Von daher schnappen wir uns Glücksfrosch Nummer 2. Und folgen der Straße dann eigentlich fast bis zur Tankstelle wieder. Da müsste noch ein Frosch sein. Okay. Das war wohl der Teamboost für den Kampf. Das war auch sehr interessant zu sehen. So, mal gucken. Gleich westlich der Tankstelle findet ihr hier so einen kleinen Schuppen,
Dort unter dem Wassertank ist der dritte Glücksfrosch, von daher auch der nicht unbedingt weit weg. Und weil wir hier sind, direkt da vorne, wo sich die Straße kreuzt, entmündet, müsste der vierte Frosch sein. Von daher sind wir gleich dort auch. Sind wir gleich auch dort. Wie auch immer. So, hier an dem Punkt, auf diesem Gelände befindet sich irgendwo der Frosch. Ich kann mir auch schon denken, wo. Nämlich nicht hier drauf, sondern... Okay, zwischen den Rohren. Ich dachte jetzt in den Rohren, aber okay, zwischen den Rohren, hier direkt, wo sich die... östlich der Tankstelle, wo sich die Straße mündet, ist so ein Frosch. Von der Glücksfrosch Nummer 5, die Hälfte haben wir schon. Und wenn wir es schaffen, nochmal da oben auf die Straße zu kommen, können wir, wenn wir ihr hier Richtung Süden folgen, auch gleich den sechsten Frosch einsammeln. Ja, das ist jetzt unpraktisch. Wir müssen nämlich eigentlich hier sein, aber... Wir werden momentan irgendwie gerade überrascht von den Blödheinis hier. Auf jeden Fall hier ziemlich in der Mitte, ziemlich genau östlich von dem, was für eine Lagerstelle ist das? Ziemlich genau östlich von der Lagerstelle Die Küte müsste der sechste Frosch sein. Ist nur die Frage, wo genau. Da vorne ist er, mitten auf der Straße. Nicht zu übersehen, also wenn ihr tatsächlich der Straße einfach folgt, dann ist der Frosch hier mitten auf der Straße, von daher Glücksfrosch Nummer 6 gehört uns. Und dann müssen wir tatsächlich ziemlich weit nach unten zur nächsten Lagerstätte fast schon. Hier zur Lagerstätte Kiliam, unten wo die Vogjauk-Höhle ist. Ungefähr dort befinden sich nämlich drei weitere Frösche in der Umgebung. Von daher laufen wir erstmal weiter, bis da unten so ein kleiner Weg Richtung Westen von der Straße abgabelt. Dort finden wir dann irgendwo den siebten Frosch. It's time. Onward. So, wir sind jetzt bei der Lagerstätte Kiliam. Ich habe einfach mal dort übernachtet, damit wir noch mal besser sehen, wo wir hingehen. Und schnappen uns dann doch einfach mal ein bisschen in einer anderen Reihenfolge die Frösche. Denn ziemlich oben bei der Fokjauk-Höhle ist tatsächlich auch noch einer. Von daher gehen wir einfach mal dort zuerst hin. Einfach immer den Weg hier hinterher. Dann müsste man eigentlich beim Frosch ankommen. Care to hear my plan? So, wir sind hier direkt vor der Fokjauk-Höhle und hier endet der Weg, von daher müsste eigentlich ein wenig rechts davon müsste sich noch ein Frosch befinden. Und ist er das schon? Das ist er nicht. Da, wirklich direkt rechts von der Höhle hinter so einem Stein findet ihr den siebten Frosch.
Ah ja. Genau. Eigentlich wirklich direkt nördlich von der Lagerstätte findet ihr hier den Frosch. Den hatten wir in unserem Durchgang ja auch schon. Da liegt nämlich nicht nur ein Frosch, sondern auch noch ein Item auf dem Stein drauf. Und da schnappen wir uns beides und kämpfen dann halt. So, und anschließend folgen wir dem kleinen Pfad, der hier nördlich von der Straße abführt auf der Karte. Denn wenn wir dem folgen, müssen wir eigentlich auf den vorletzten Frosch stoßen, den neunten Frosch. Mal gucken, das müsste der Pfad hier sein. Focus. Der Pfad splittet sich hier nämlich nochmal auf und geht hier so leicht nach links. Und dann müsste der Frosch eigentlich irgendwo auf der rechten Seite auf der Steinformation hier sein. Mal gucken, ob wir den finden. Oh, der befindet sich im Nebelwald. Okay. Also die Höhe hat gestimmt. Befindet sich halt nur leider im Nebelwald. Von daher, okay, dann gehen wir eben in den Nebelwald. Entschuldigt. So, endlich sind wir wieder in dem Gebiet, in dem wir den Behemoth verfolgt haben. Diesmal nicht mehr allzu neblig, wenn man da nämlich einfach an der rechten Wand entlang dem Weg folgt, findet man nicht nur ein Gegenmittel, sondern sollte eigentlich auch den Frosch finden. Genau. Tada! Den wohl geheimsten Glückfrosch aller Zeiten. Da ist nämlich überhaupt kein Weg auf der Karte. Das ist schon ziemlich fies. Außerdem habe ich ein wenig die Hoffnung, dass ich hier nochmal rauskomme. Vielleicht aber auch nicht. Ah. Okay. It's time. Onward. So, hier sind wir direkt südlich von der Chocobo Ranch. Man sieht es jetzt ein wenig schlecht, aber ihr habt ja zum Glück die andere Karte auch noch eingezeichnet. Da ist nämlich so ein kleiner Knick quasi an der Grenze der Karte hier. Und genau in diesem Knick müsste sich eigentlich der letzte Glücksfrosch verbergen, den wir hier noch finden müssen. Ich glaube auch ein Gebiet, in dem ich so noch nie, zumindest nicht tagsüber war. So, hier ist auf jeden Fall das. Hier ist auf jeden Fall die Grenze der Demo. Auf jeden Fall, irgendwie kurz bevor wir hier zu der Grenze der Demo kommen, müsste der Frosch sein. Von daher einfach mal suchen und fündig werden. Ganz offensichtlich steht ihr hier rum und einfach nur, um euch mal
Da unten ist die Chocobo Farm, das heißt wirklich direkt südlich von der Chocobo Farm. Einfach quasi, wenn ihr von der Chocobo Farm kommt, links an dem Waldstück vorbei, an dem Stein, ist der letzte, der 10. Glücksfrosch. Von daher schnappen wir den Glücksfrosch und kriegen dafür gar nichts. Womit ich irgendwie gerechnet habe, aber ja, so viel dazu. Es sind halt 10 Glücksfrosche, die wir hier sammeln konnten und das war's dann auch. Von daher, ja, warum haben wir nur 9? Was? 6, 7, 8, 9, 10? Warum zeigt das mir nur 9 Glücksfrosche an? Ich habe doch 10 eingesammelt, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Welchen davon habe ich nicht eingesammelt? Oh, ich habe... Ach, dammit. Ich habe einen vergessen. Ah! Ich habe ganz oben bei der Tankstelle zwischen der Straßengabelung und der Straße habe ich einen Frosch vergessen, glaube ich. Na, verdammt. Okay, bis gleich. So, so langsam sind wir da. Bald, gleich. So, erinnert ihr euch an den Punkt, an dem wir den Meteoritenschauer angeschaut haben? Genau da befindet sich nämlich auch noch irgendwie ein Frosch. In der Nähe, irgendwo. Ja, da ist er auch schon. Der letzte verdammte Glücksfrosch. Um zu sehen, ungefähr hier. Also da unten ist so dieser kleine Schuppen, ein bisschen rechts von dem Ort, von dem wir den Meteoritenschauer angesehen haben, ist der Glücksfrosch hier. Aber wie gesagt, ihr habt die Karte eingeblendet. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon gedacht, warum läuft der denn da vorbei? Der Idiot! Egal, schnappen wir uns den. Aufgabe! Da! Lass die Frösche im Teich frei! Es ist tatsächlich eine Aufgabe! Oh yeah! Oh yeah! Der Wahnsinn, es hat sich gelohnt! Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. I don't believe it. Das macht das A in dieser Karte. Ich verstehe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Machen wir doch einen Freudesprung hier runter. Oder auch nicht. Easy as they come. Juhu! Autsch. Okay. Oh ja, 500 Meter noch, um die Aufgabe zu erfüllen. Ich fass es nicht. Ich fass es echt nicht. All in a day's work. So, da ist der Teich. Noch 100 Meter. Dann dürfen wir die 10 Glücksfrosche, die wir hier eingesammelt haben, tatsächlich auch freilassen. Und kriegen hoffentlich einen ganz schönen Haufen Erfahrungspunkte, weil das war schwieriger, als ich dachte. Ohne Karte vor allem irgendwie unmöglich. Aber okay, lassen wir die Frösche frei. Look at that. Ah.
Refreshing Swim? Just a dip. 8.000 Erfahrungspunkte. Wow. Okay, das hat sich definitiv gelohnt. Der Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und ich finde es auch geil, dass die Frösche jetzt hier so ein bisschen rumstehen und quaken. Von daher, yay dafür. Ich gehe zu Chocobo Ranch und übernachte. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es noch irgendwas gibt. Und wenn es nur der Behemoth und das Schweinsding da ist, das ich besiege. Von daher, lasst euch einfach überraschen, was im nächsten Part noch passiert. Und bis dahin, tschüssen.